So, willkommen zurück, auch auf YouTube. Alter, dieses Spiel, das ist, Alter, das ist so mies. Hä? Ist es nicht der Raum, wo wir gerade runtergefallen sind? Natürlich, hier sind noch die Dominosteine. Oh mein Gott, ich habe eine schlimme Ahnung. Ich habe eine schlimme Vorahnung. Ich habe eine ganz schlimme Vorahnung. Diese Puppe haben wir nämlich gerade auf diesem Bild gesehen. Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass es... Alter. Ich bin... Ich habe eine kleine Vorahnung. Ich stelle ja sehr gerne Vermutungen dar. Oder Vermutungen an in Spielen. Mit Story und alles. Und ich habe hier eine Vermutung, dass vielleicht, so wie es aussieht momentan, dass wir vielleicht oder sie vielleicht, die Frau unseres Herzens, wahrscheinlich das Kind verloren hat oder wir vielleicht daran beteiligt sind, dass sie das verloren hat, weil wir vielleicht eifersüchtig waren auf ihre Karriere. Ich bin gespannt. Es ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Ja, den Raum kennen wir ja auf einmal schon. Ich bin da. Will da gar nicht. Sind das zwei Gesichter in einem? Und warum ist hier unten? Ich frage gar nicht. Es ist so. Es sind mehrere Gesichter in einem, ne? Alter, diese Bilder sind so gruselig. Das ist so mies. Wer malt denn bitte sowas? Ich muss mich mal eben im Auge jucken, kleinen Moment. Ich weiß gar nicht. Warum malt man denn bitte solche Bilder? Und vor allen Dingen. Was? Farbentiefe Lügen? Ist das Bild gerade von der Wand gefallen? Tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ein kleiner Voyeur. I'm not that round. Okay. Ich will gar nicht weiter spielen. Nicht mehr. Wie gruselig diese Bilder aber auch sind. Ich mag diese Bilder, sind schön detailliert. Ja, super. Ich habe mal kurz in den Chat geschaut. Was? Und geht langsam auf Flexi zu und gibt komische Laune? Vor allem, wie groß ist denn bitte das Anwesen? Es kam von rechts übrigens. Okay. Ich glaube, das hat sich mal soeben erledigt mit der Ratte. Im Ofen. Die Ratte wird richtig heiß und dann stinkt es erstmal nach Schweiß. So. Was? Nein. Alter Lappen. Alter, wie die einfach da reinlaufen. Warum laufen die denn da rein? Wo ist er denn hingefallen?
trau mich gar nicht. Du was? Was? Nein, ich, auch an dich, HSV-Fan, willkommen zur Let's Play Live-Show. Falls du da bist, ich, ja, wie gesagt, es ist ein Live-Let's Play. Ich werde nicht so auf die Kommentare eingehen. Alter, diese Bilder, was schmieren immer mehr? Die, guck mal, die weinen. Dieses, das. Ja, ich will nur noch hier raus. Ich, das war ja irgendwie eigentlich vorher zu sehen, dass jetzt wahrscheinlich wieder ein anderer Raum kommt. Ich warte auf den Moment, wo ich einen Schrank öffne und da steht jemand. Ich, ja, das wird wahrscheinlich irgendwann passieren. Ich hoffe, ich bin dann vorbereitet. Das kann ja vielversprechend werden, dieses Spiel. Das sehe ich jetzt schon. Vor allem, wie ist denn dieser... Vor allem, wie ist denn das alles angeordnet? Ich blick da gar nicht mehr durch, was jetzt... Ja, das... Das brauche ich jetzt auch noch. Eine weinende Frau. Das legt aber wieder meine Theorie nahe, dass die Frau wahrscheinlich das Kind verloren hat, warum auch immer. Ist doch gut. Ist doch gut. Ich gehe erstmal an diese Tür vorbei. Da flüstert mir schon wieder jemand ins Öhrchen. Es geht nicht, Gott sei Dank. Mich auch nicht, mich jetzt gerade mal umzudrehen. Okay. Alter, 31 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hello and welcome to the Let's Play Live Show. Alter. Nein, da gehe ich noch nicht lang. Ich traue diesem Spiel nicht einen Meter jetzt mehr. Okay, da ist eh zu. Oh, hübsches Bild übrigens. Ja, gut, außer dass die Frau auf dem Boden liegt. Und die Tochter guckt gerade. Papi, was macht meine Mami da? Die schläft. Alter. Hör auf zu weinen. Hör auf zu. Die Tür geht doch zu, oder? Ist es. Ja, es ist wieder so eine Tür, natürlich. Paprika, Paprika. Ja, Paprika gibt es ja anscheinend im Überfluss. Das ist. Gibt's jede Menge von. Hier gibt's wahrscheinlich noch mehr Paprika. Paprika ist wahrscheinlich so das Lebensmittel, das Elixier des Lebens wahrscheinlich hier in diesem Spiel. Dieser Schrank sieht auch so aus, als könnte man da irgendwie durchgehen. Alter. Wo kommen wir denn jetzt hin? Was? War ich nicht. War ich nicht. Ach, guck mal, Knoblauch. Und wir sind ja Batman, wissen wir ja. Oder eine... Was steht da? First step. Der erste Schritt ist am schwersten. Ich frage mich, welcher Schritt? Alter, ich mache auch gleich einen Schritt. Bei mir wird es wahrscheinlich dann der erste Schritt in der Buchse, den ich dann habe. Sind wir wieder in der Küche? Alter, ich verstehe dieses Spiel nicht. Also, wie, vor allem, wie die Räume angeordnet sind. Kann ich jetzt trotzdem nochmal... Sind hier wieder... Jetzt sind da Teller drin. Vorhin waren da Töpfe drin. Hallo? Hallo? Ich würde gerne... Okay. Ich glaube, das bringt jetzt nicht viel. Es ist auch kein... Es ist...
Ist auch kein Zettel mehr hier. Ich lasse es einfach mal die... Was? Was? Ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade nicht allein in diesem Raum. Und warum hängen da Knoblauchzehen an der Tür? Wollen die uns fernhalten? Aber ich bin Batman. Noch mache ich lustige Sprüche. Ich, okay. Was? Ja, ich... ja. Das... Ich geh ins Licht! Alter. Geh weg. Da schmeißt jemand Messer auf uns. Alter, ich sehe nichts. Was? Was? Ich mag keine Tomaten. Ich habe nie was Böses über Paprika gesagt. Es tut mir so leid. Ich mag Äpfel und Birnen und Paprika. Was? Ich mag Paprika. Ist wahrscheinlich der Koch, der hier der Böse ist. Alter. Dieses Spiel, das macht mich jetzt schon fertig. Ich will da gar nicht lang. Ich will da. Hier geht's eh nicht lang, das ist schon mal gut. Was? Was? Geh weg. Was? Was? Hallo? Hallo? Ich... Falls du da bist, ich mag Paprika. Ich habe nie was Schlechtes gesagt über Paprika. Paprika, 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 ich bin da. Paprika liebe ich überall drauf, auch auf Pizza. Paprika mit Pizza. Was? Kann ich hier die... Wo ist denn hier eigentlich... Ich sehe die Tür gar nicht. Wo ist denn hier die... Ah, hier. Warte mal. Hä? Ah, hier. Hallo? Was? Nein, ich will die Tür aufmachen. Alter, ich gehe doch da nicht lang. Ich sehe... Hier ist eine Mauer. Paprika ist für alle da. Paprika ist für alle da. Was soll ich denn... Hä? Was, was? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Alter! Scharf sein wie eine Rasierklinge. Wie fertig ist denn der Typ? Wenn wir das sind, sag ich jetzt mal. Sag ich jetzt mal. Oh. Was? Geht's immer wieder hier? Okay, mit ein bisschen weniger. Ist das Dings noch? Ja, ist. Ne, hä? Formlose Träume. Da hat sich gerade was geöffnet. Okay, Spiel lädt gerade. Ich schau mal gerade mal zwischendurch so ein bisschen in den Chat rein. Mal eben kurz schauen.
Im Film sterben immer diejenigen, die ein blaues Shirt tragen. Hehehe, es ist sehr witzig. Ja, willkommen zu Let's Play Live, schon alle neuen Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zu Layers of Fear.